Die Situation an der Grenze im Norden droht zu eskalieren. In der bei Übisfelde gewonnenen Zeit stellt die Bundeswehr eine Verteidigungslinie bei Hannover auf. Die NATO und der Warschauer Pakt sind zwar diplomatisch aktiv, halten sich aber weiterhin aus dem Kampf heraus. Nur die Truppen der britischen Rheinarmee nehmen aktiv teil, nachdem vorgeschobene britische Spähtrupps von NVA-Kolonnen angegriffen wurden. Die 7. britische Panzerbrigade wartet verzweifelt bei der Autobahn östlich von Hannover auf Verstärkung. Die Panzerbrigade 2 eilt umgehend zur Hilfe. Das Hauptziel besteht darin, den Sektor Charlie auf dem Plateau einzunehmen und zu halten. Britische Spähtrupps haben mehrere ostdeutsche Einheiten angegriffen. Sie versuchen, die Kreuzung Echo zu halten. Das 9. und 12. Royal Lancers Regiment hat gerade den Kommandeur verloren. Wir müssen uns mit ihnen zusammenschließen und das Kommando übernehmen. Kommandant.
Kommandant, ich bin gleich da.
meine Lupen. Eingreifen der Panzerbrigade 2 konnten die deutsch-englischen Truppen das Autobahnkreuz bei Hannover halten.